Begon die heizig dan? Vragen Sie da den Marquis de Sade? Ist immer der gestanden? Wie kommt ihr da mit ins Zimmer? Ja, der hat doch so einen Druck drauf gehabt. Druck? Ja, ein Dampfdruck, oder ist ein Dampfheizung? Und der Dampf druckt, nicht wahr? Der Dampf, der druckt. Der druckt und druckt und druckt und... Ui, wie der druckt! Und dann, wenn dann so druckt der Dampf, nicht wahr, in der Zeit, dann erdruckt einen Überdruck. Das ist doch Quatsch! Nein, das ist Physik. Das sind physikalische Gesetze, das weiß man, aber das lernt man doch in der Schule, das weiß doch jedes Kind. Mit Dampf tritt man zum Beispiel Dampflokomotiv, nicht wahr? Schada, 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 wah, wah, schada, schada. Und Dampf tritt... Und Dampf tritt diese... Oder Dampfmaschine... Oder Dampflokomotiv... Und jetzt frage ich Sie... Junge Mann, ich frage Sie, wieso kein Heizkörper? Ich habe meiner Lebtag noch nie so einen Blödsinn gehört. Hören Sie doch dem Lappen nicht mehr.